Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Donnerstag. Heute mit diesen Themen: Kärntner Kinderstipendium, Fritz Strobel feierte den 50. Geburtstag, Empfang der Medaillengewinner Heiko Giegler und Rosa Donner und die Eröffnung der internationalen Holz- und Baumesse. Das Land übernimmt mit 1. September erstmals 100% der durchschnittlichen Betreuungskosten. Die jährliche Ersparnis für ein Kind beträgt bis zu knapp 3.000 Euro. 19.000 Kinder werden vom Kinderstipendium profitieren. Für Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser ist die Kinderbildung und Betreuung eine Investition in die Zukunft des Landes. Olympiasieger Fritz Strobel feierte seinen 50. Geburtstag. Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte zum runden Geburtstag. Das ganze Land Kärnten ist stolz auf dich. Wir freuen uns, dich als Freund zu haben, sagte Kaiser. Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber empfingen die beiden Medaillengewinner Rosa Donner und Heiko Giegler. Donner hatte bei der Segelweltmeisterschaft in der 470er-Klasse den U21-Titel geholt und Bronze im U24-Bewerb erobert. Schwimmer Heiko Giegler gewann bei der Langbahn-EM in Rom in der Staffel über 4x100 Meter Lagen Bronze. Nach Corona-bedingter Unterbrechung wurde die internationale Holzmesse in Klagenfurt eröffnet. 500 Aussteller aus 20 Nationen zeigen bis Samstag ihre Produkte. 20.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Seitens des Landes Kärnten hielten Landeshauptmann Peter Kaiser und Forstwirtschaftslandesrat Martin Gruber Grußworte. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder dabei sind.